Gut, wir haben vorhin gesehen, wie ich die alten Steuerelemente aus den Vorversionen verwendet habe. Wie sieht es denn jetzt bei den neuen aus? Hier fällt schon mal auf im Vergleich dazu. Wir haben hier verschiedene Arten von Textfeldern. Wir haben wieder dieses Kontrollkästchen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Kombinationsschaltflächen. Man kann hier mit Textbausteinen arbeiten und was Neues, wir haben hier ein Datumsauswahlfeld. Das bedeutet, ich kann jetzt hier meine Tabelle auch erweitern, halt Datum, und kann hier entsprechend dieses Feld eingeben. Ich kann jetzt hier auch die Tabelle etwas erweitern, dass das hier auf einmal drin ist. Und was auffällt, ich muss das Dokument nicht mehr schützen, um hier Eintragungen zu machen, sondern ich kann jetzt schon hier draufklicken und man sieht hier entsprechend geht hier ein Kalendertool auf. Ich kann hier das Datum wählen und es steht hier fertig drin. Also, das Dokument muss nicht mehr geschützt werden. Ich kann sofort, wenn diese Schaltfläche drin ist, wenn diese Formularfläche drin ist, dann kann ich schon entsprechend das Formular ausfüllen. Hier ebenfalls ein Kombinationsfeld. Hier muss ich auf Eigenschaften klicken. Hier, früher konnte ich hier mit einem Doppelklick reingehen. Und das sieht hier ein bisschen anders aus. Hier geht man hier auf Hinzufügen und dann kann ich sagen, was hat man, Pilates, Yoga. Und erst jetzt kann ich das auch entsprechend auswählen. Und standardgemäß steht, wählen Sie ein Element aus und ich kann hier auch entsprechend draufklicken. Also ich spare mir den Schritt, dass ich die Bearbeitung einschränke und dass ich das Ganze mit einem Kennwort versehe. Der Nachteil ist natürlich, ich kann in diesem Dokument Veränderungen vornehmen, aber ich könnte hier zum Beispiel auch Folgendes machen, dass ich sage, ich füge ein Textfeld ein und in diesem Textfeld sind dann entsprechende Notizen möglich.